Ein Helgolände Hallo allerseits. Zum Sonntag Rogate hören Sie jetzt eine Sendung mit dem Titel Heinrich Schütz, der Vater der deutschen Musik, als Prediger. Lateinisch Rogate heißt betet. Alle Lesungstexte dieses Sonntags kreisen um das Beten. Auch im Folgenden geht es um ein biblisches Gebet und seine musikalische Ausdeutung. Heinrich Schütz war im 17. Jahrhundert für die deutsche Kirchenmusik ähnlich bedeutend wie Johann Sebastian Bach im 18. Bachs Werke haben eine solche Ausdruckskraft und eine solche theologische Tiefe, dass er sogar als fünfter Evangelist bezeichnet wurde. Das ist einmalig, einen Komponisten auf die Stufe der vier Evangelisten des biblischen Neuen Testaments zu stellen. Auch von Heinrich Schütz heißt es, er schuf musikalische Predigten von ungeahnter Klarheit. Er konnte die Bibel und ihre Kommentare in den alten Sprachen lesen und empfahl sogar einmal einem Schüler, Zitat, sich der hebräischen Sprache kundig zu machen, weil es nützlich sein würde bei Komponierung eines Textes aus dem Alten Testament. Die Vertonung des Psalmgebets 68, Es steh Gott auf, durch Heinrich Schütz, habe ich Ihnen bereits in einer anderen Sendung auf diesem YouTube-Kanal vorgestellt. Ich habe dieses Musikstück selbst erforscht. Den Link zu meinem Aufsatz finden Sie im Begleittext. Im Folgenden werde ich es nun vor allem theologisch erläutern und interpretieren. Es beginnt mit einer Schlachtmusik, die seinerzeit außergewöhnlich tonartlich stabil war, mit Imitationen von Pauken und Trompeten. Dies alles sind musikalisch-rhetorische Figuren der Stärke Gottes. Text und Musik lauten: Es steh Gott auf, dass seine Feind zerstreuet werden. Im Gegensatz dazu steht der Mittelteil. Seinerzeit war es extrem, so ausgedehnt in entlegenste Tonarten zu modulieren. Dies ist Ausdruck der Flucht und des Untergangs der Gottlosen. Text und Musik lauten: Und die ihn hassen, vor ihm fliehen. Vertreib sie, wie der Rauch vertrieben wird. Wie das Wachs zerschmelzt vom Feuer, so müssen umkommen die Gottlosen vor Gott. Thank you.
Der dritte und letzte Teil des Stücks ist komponiert als Tanzsatz, als Chaconne. Die Chaconne galt damals als der leidenschaftlichste und zügelloseste aller Tänze. Eine Reihe von Variationen über eine ständig wiederholte Bassformel. Tanzmusik in der Kirche war umstritten, doch Schütz konnte theologisch argumentieren. Im Psalm 150 heißt es: Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Reigen ist ein Tanz mit Gesang. Ein anderer Theologe aus dem Umfeld von Schütz kommentierte so: Es häufen sich hier synonyme Ausdrücke, um die Glut der Freude, ihre Fortdauer und ihre Vielfalt auszudrücken. Dies hat Schütz musikalisch so umgesetzt. Der Glut der Freude entspricht der Charakter der damals ekstatisch wirkenden Chaconne. Der Fortdauer der Freude entspricht das quasi endlose Perpetuum mobile der ständig wiederholten Bassformel. Und die Vielfalt der Freude spiegelt sich in den musikalischen Variationen über diese Bassformel. Text und Musik lauten: Aber die Gerechten müssen sich freuen, von Herzen freuen und fröhlich sein vor Gott. Aber die Gerechten müssen sich freuen. Aber die Gerechten müssen sich freuen. Freuen.
Abschließend stelle ich die Frage, wie denn die Zeitgenossen dieses geistliche Konzert interpretieren konnten. Martin Luther unterscheidet in seinem Psalmkommentar dazu 5 Bedeutungsebenen. Es steht Gott Christus auf, erstens, wenn er Fleisch wird, zweitens, wenn er von den Toten aufersteht, drittens, wenn der gestorbene Glaube an ihn in der Seele aufersteht, viertens, wann immer er effektiv Hilfe leistet. Psalm 3: Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Fünftens, im jüngsten Gericht. Heinrich Schütz' Berufsleben war schwer belastet vom Dreißigjährigen Krieg. So schrieb er einmal: Sollten die jetzo unter den Waffen gleich als erstickten und in den Kot getretenen Künste durch Gottes Güte zu voriger Würde und Wert wieder erhoben werden. Und er komponierte sogar ein Stück mit dem Titel Deutschland, schon lange lasten auf dir die Gräuel des Krieges. Man kann also den Krieg an sich als Feind Gottes betrachten. In meiner anderen Sendung über unser Stück habe ich dargelegt, dass es in der deutschen Kirchenmusik seiner Zeit spektakulär modern gewirkt haben muss. In ihm setzt sich Schütz mit der Musik von Claudio Monteverdi auseinander, der unerhört behauptet hatte, die Musik zu ihrer endlichen Vollkommenheit weiterentwickelt zu haben. So interpretiere ich Heinrich Schütz' geistliches Konzert Es steh Gott auf als einen Inbegriff bester moderner Musik und als ein Gebet gegen den Krieg.